direkt einsteigen heute Morgen in einen Text aus dem Matthäusevangelium. Das ist ein Doppelgleichnis, ein doppeltes Gleichnis von Jesus. Und dieses Gleichnis jetzt, was macht es? Ihr werdet es alles noch erfahren. Aber hört euch dieses Gleichnis mal an, aus Matthäus Kapitel 13, ab Vers 44. Jesus sagt da Folgendes: Das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz zu erwerben. Das ist der erste Teil. Zweiter Teil des Gleichnisses: Das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Soweit mal das Wort des lebendigen Gottes. Habt ihr schon mal überlegt, hast du schon mal überlegt, was müsstest du entdecken, was müsste das für ein Schatz sein, dass du auf der Stelle sagen kannst, jawohl, ich verkaufe alles, was ich habe, um diese eine Sache zu haben. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Wahrscheinlich nicht. Was müsste das sein? Und Jesus spricht hier über genauso einen Schatz. Jesus sagt eben, da gibt es etwas, das ist so wertvoll, dass es wert ist, dass man alles dafür gibt. Und er sagt auch, was das ist. Da steht das Himmelreich. Hä? Das Himmelreich. Man könnte dieses Wort Himmelreich auch übersetzen mit die Königsherrschaft des Himmels. Aber was ist das? Das ist jetzt schon ein bisschen nicht greifbar, oder? Was soll bitte die Königsherrschaft des Himmels sein? Ich muss mich jetzt hinsetzen können, damit ich euch das erklären kann. Die Königsherrschaft des Himmels, was soll denn das bitte sein? Die Königsherrschaft des Himmels, das ist, es war mindestens so schwer zu verstehen damals für die Leute wie für uns heute. Weil die Leute haben damals noch nicht gewusst, dass der zu ihnen spricht, dieser Jesus, er ist eigentlich der König. Diese Königsherrschaft, die beginnt nämlich dann, wenn jemand von seinem persönlichen, es geht noch besser, Chefsessel, also das ist so quasi unser Lebensthron, wenn jemand von diesem Lebensthron heruntersteigt und auch und Jesus Platz nehmen lässt auf diesem Thron seines Lebens und Jesus auch die Krone, weil das ist dieses Zeichen, wer der Chef ist, wer der König ist, Jesus gibt und sagt, Jesus, hier ist der Chefsessel meines Lebens, hier ist der Thron meines Lebens, regiere du jetzt, du bist würdig, ich gebe dir alles, weil du es wert bist. Das bedeutet es, wenn die Königsherrschaft, was Jesus sagt, wenn er sagt, die Königsherrschaft ist so ein Schatz, das ist, wenn das geschieht, wenn ein Mensch sagt, ja, Jesus, hier ist es mein Leben, deine Herrschaft soll kommen in mein Leben, in meinen Chefsessel hinein. Und das ist dann auch der springende Punkt in diesem Gleichnis, weil Jesus sagt eben, stellt euch vor, da ist so ein Schatz, der existiert, und das ist dieser Schatz, von dem ich hier rede. Und schauen wir uns diese Männer nochmal genauer an. Also, ich lese es einfach nochmal. Aus diesem Verständnis heraus. Die Königsherrschaft des Himmels, die kann zu jedem einzelnen Menschen kommen, die kann jeder entdecken, ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder, also diesen Schatz, und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte. Und dann das Zweite, das Himmelreich oder diese Königsherrschaft des Himmels ist vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte die Perle. Schauen wir uns diese zwei Männer noch ein bisschen genauer an. Sie sind nämlich einerseits sehr verschieden und doch gibt es etwas, wo sich die Geschichten wieder treffen. Die Verschiedenartigkeit. Der eine Mann ist gar nicht auf der Suche.
Er arbeitet vielleicht auf irgendeinem Feld von jemand anderen und plötzlich stoßt er sich so richtig den Fuß an und schaut hin und merkt, hey, das ist eine Schatzkiste. Er gräbt es aus, er merkt, wow. Er gräbt es wieder ein, denkt sich immer noch, wow. Und dann setzt er alles daran, dieses Feld zu seinem Feld zu machen, weil wenn das sein Feld ist, dann ist es auch sein Schatz. Der andere hingegen, der ist bewusst auf der Suche. Der ist bewusst auf der Suche. Er ist Händler, er ist vielleicht sogar wohlhabend, hat eigentlich alles, was er braucht, aber er denkt sich, hey, da ist vielleicht noch mehr. Oder er ist sich irgendwo sicher, da ist noch was Wertvolleres. Und so sucht er es und findet es. Und dann wieder das Gleiche. Und das ist das, wo sich die Geschichten treffen. Dann verkauft auch er alles, um diesen einen besonderen Schatz, diese eine besondere Perle zu erwerben. Das ist das, wo sich die Geschichten treffen. Und das Interessante ist dann eben auch, was für mich so erstaunlich ist, da ist nämlich keine Spur von, das ist ein netter Schatz, aber soll ich das Feld jetzt wirklich kaufen? Das ist eine nette Perle. Soll ich da zuschlagen? Ja oder nein? Vielleicht sollte ich lieber noch eine Nacht drüber schlafen. Oder ich frage meine Freunde, was sie sagen. Überhaupt nichts davon. Das ist übrigens bei mir, wenn ich einkaufen gehe, da muss man mir fast eine Pistole an den Kopf halten, damit ich eine Entscheidung halt treffen kann. Aber das merkt man hier überhaupt nicht. Die sehen diesen Schatz, ja, die zwei Typen entdecken diese Kostbarkeit und sie wissen sofort, alles klar, ich verkaufe alles, um das zu haben. Das ist das Erstaunliche an diesem Gleichnis auch. Und das ist es, was Jesus uns sagen will. Hey, da gibt es diesen Schatz, der ist so wertvoll, dass wir eigentlich, wenn wir das sehen, wenn wir das erkennen, was das bedeutet, sagen sollten, es ist mir alles wert. Ich kann alles hergeben, um diese eine Sache zu haben. Und hier kommt irgendwo die Problematik von uns ins Spiel, von mir selbst auch ins Spiel, weil ich merke bei mir in meinem eigenen Leben, ich weiß so viel über diese Königsherrschaft Gottes in meinem Leben, über das, was Jesus eigentlich Gutes in mein Leben bringen will. Und trotzdem ist es immer wieder so ein es gibt so viele nette andere Sachen auch. Was ist da der springende Punkt? Warum fällt uns das schwer? Warum sind wir so zögerlich? Warum denken wir dann, ja Jesus, das ist mir ein bisschen zu schwammig, Königsherrschaft des Himmels. Und außerdem, es ist ziemlich radikal zu sagen, all in, ist ganz radikal. Es gibt schon noch ein paar Sachen in meinem Leben, die sind mir schon sehr lieb und kostbar. Will ich das auch abgeben? Und da kannst du einsetzen, zum Beispiel dies und jenes. Jeder hat, denke ich, Dinge, die ihm lieb und kostbar sind. Und es ist uns oft gar nicht so bewusst, wie lieb und kostbar uns das ist. Das ist ja die Schwierigkeit. Und daher oft dieses Zögern, schon gut, aber wirklich zuschlagen, alles weggeben, ich weiß nicht so recht. Ich bringe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Oder ich habe es mal so definiert, eigentlich dieses grundlegende Problem, das wir haben. Wir haben nicht erkannt oder wir vergessen sehr oft, dass es eigentlich nichts Wertvolleres gibt als diese Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfer, zu dem Ursprung unseres Lebens durch Jesus Christus. Wir haben es vielleicht hast du das noch nie erkannt. Vielleicht bist du so wie dieser Typ, der einfach zufällig hier jetzt gerade reinkommt diesen Sonntag und ich mache dich aufmerksam, es gibt einen Schatz, es gibt etwas, das kostbar ist, alles, was du jemals in deinem Leben entdeckt hast. Aber vielleicht bist du auch schon lange hier und denkst dir, ja, ich weiß, es ist diese Kostbarkeit, sie gibt es eigentlich, in der Theorie weiß ich, aber es fällt mir so schwer oft zu sagen, ja, all in, alles gebe ich, um diese Beziehung zu Jesus zu haben. Diese Beziehung, die ja scheinbar so unglaublich ist. Praktisches Beispiel aus meinem Leben, möchte ich ein bisschen reinschauen lassen, wird nicht peinlich, verspreche es. Und zwar, ich bin 37 Jahre alt, sehe nicht so aus, ich weiß, ist aber so. Und solange ich zurückdenken kann, hat mein Papa schon mit Computern gearbeitet. Darum steht hier ein Computer auf der Bühne. Der ist übrigens recht nett, aber ist ungefähr 12, 13 Jahre alt. Also der erste Computer, den ich bekommen habe,
Mich haben Computer schon immer fasziniert, weil ich habe das immer gesehen. Mein Papa hat damit gearbeitet und da habe ich gedacht, boah, cool. Und das waren noch Zeiten, als die Leute gedacht haben, diese Blechtrotteln, die werden sie nie durchsetzen. Ja? Und man sieht, die Blechtrotteln sind ziemlich weit gekommen. Und mich hat das fasziniert. Mir hat das begeistert, immer. Und ich kann mich noch erinnern, mein erster Computer, ich muss eigentlich da noch was einbringen. Und zwar, das ist auch der Grund, warum ich diese Dinge ziemlich auch faszinierend finde, weil man nennt es ja Smartphone oder Streichelhandy und für mich ist das eben mehr als ein überdimensioniertes Telefon mit so großem Display, sondern das ist ja eigentlich, wenn man es genauer betrachtet, ein Hochleistungscomputer für die Hosentasche. Ja? Weil wenn ich nämlich zurückdenke an meinen ersten Computer, das war in den Mitte der 90er Jahre und das war eigentlich ein cooler Computer, es war ein Pentium 133 mit 16 MB Arbeitsspeicher und Windows 95 drauf, das war ganz cool, das musste ich mit 36 Disketten installieren, damals war wirklich das noch Handwerk. Gell? Ich hatte zwar ein CD-Laufwerk, aber trotzdem musste ich es mit Disketten installieren. Und dieser erste Computer, den ich hatte, wenn man das jetzt vergleicht, mit dem Hosentaschencomputer, dann ist das krass. Und zwar, ich habe was mitgebracht, das ist jetzt ein bisschen ein Einschub für die Computerfreaks, aber die sollen auch mal auf ihre Rechnung kommen. Da sieht man die Rechenleistung in etwa vom Pentium 133 und dann vom Handy und da ist der Faktor ungefähr 1 zu 24 und ist wahrscheinlich eine Untertreibung. Aber so richtig krass sieht man es dann beim Arbeitsspeicher. Da sieht man, oben ist so ein kleiner dünner Strich, 16 MB Arbeitsspeicher hatte der Computer damals und jetzt habe ich üppige 6 GB Arbeitsspeicher im Handy. Ja. Ganz wichtig, dass man 6 GB Arbeitsspeicher hat. 6144 MB, das macht eine 1 zu 384 Faktor. Krass, oder? Okay, was hat das jetzt alles zu tun mit dieser Predigt? Also ich habe erklärt, für mich haben diese Computer und Handys ist eine große Faszination und darum schaue ich mir auch ganz gern zum Beispiel auf YouTube Videos an, wo die neuesten Modelle vorgestellt werden und mit besseren Kameras und immer schneller und immer besser und so weiter. Ja. Und vor kurzem hatte ich aber ein interessantes Erlebnis und zwar, ich wollte mir eigentlich so wieder mal schauen, was tut sich am Markt, ja. Und wollte so ein Handyvideo anschauen, und das macht ja auch was mit dir, wenn du immer die Handyvideos anschaust, dann willst du immer das neueste Handy haben, ja? Obwohl dieses 3 Jahre alte Gerät eigentlich immer noch top ist. Und ich habe aber dann entdeckt, da war ein Videovorschlag und da war ein Video mit dem Titel Gibt es Gott oder so, ja, genau, Gibt es Gott? Atheist trifft Christ, freundliche Straßendiskussion oder Straßendebatte. Und das ist von einem jungen Mann, der mit einem anderen ins Gespräch kommt. Der eine sagt, ja, er ist Atheist, er glaubt nicht an Gott und er kann sich nicht vorstellen, dass da was ist. Und dieser Christ hat einfach super Fragen gestellt. Es war nicht irgendwie so, ich mache dich jetzt fertig oder so, weil ich bin Christ und du Atheist. Und der andere hat gesagt, ich mache dich jetzt fertig, weil ich bin Atheist. Gar nicht so, es war wirklich freundliche Straßendebatte und war ein tolles Gespräch. Und vor allem dieser Fragesteller, er hat diesem jungen Mann, der gesagt hat, er ist Atheist, einfach weil er so gelernt hat, hat ihm tolle Fragen gestellt und hat auch toll argumentiert für den Glauben und hat irgendwie so, wie wenn er sowas aufgerissen hätte und gesagt, so dass der andere gedacht hat, das was du sagst, es könnte vielleicht wirklich sein, dass da mehr ist im Leben. Dass wir nicht dass einfach nur ein großer, dicker Zufall ist, dass wir hier sind. Sondern dass da wirklich ein Gott ist und dass da ein Gott ist, der nicht nur irgendwie das geschaffen hat und dann sagt, okay, ich gebe der Erde so einen Staucher und dann renn's und dann schauen wir zu, was passiert, sondern einen Gott, der auf die Erde kommt, ja, Jesus ist auf die Erde gekommen, der die Menschen sucht, der Jesus hat sein Leben gegeben, um eine Verbindung wiederherzustellen zu den Menschen, der sich selbst hergibt, damit die Königsherrschaft des Himmels in unser Leben kommen kann. Gewaltig. Und ich habe dieses Video eben angesehen und habe mir gedacht, boah, ich bin jetzt so ermutigt irgendwo durch das. Und wenn ich mir das Handyvideo angeschaut hätte, dann wäre ich eigentlich nicht ermutigt gewesen, sondern eher hungrig, weil man denkt, ja, da gibt es jetzt dieses neue Modell und das wäre es schon, das Handy. Ja? Eher Hunger, bleibt Hunger und den Hunger muss ich stillen mit dem neuen Gerät und dann nach einem Jahr komme ich drauf, oh, ich bin wieder veraltet.
Ja? Das Ding hat fast keinen Wert, obwohl es so schön ist, weil man keine Updates mehr aufspielen kann. Und damit geht der Browser nicht richtig. Und dann, voll schade drum. Voll schade drum. Aber vergänglich. Total vergänglich irgendwo. Und so habe ich irgendwo dieses Video gesehen und mir gedacht, hey, das Leben ist mehr. Das Leben ist mehr. Wir haben, und ich möchte euch herausfordern heute Morgen, ich glaube, es wird Zeit, dass wir unsere Hände wieder mehr entleeren, weil ich glaube, es ist schwierig, dieses Geschenk zu empfangen, wenn deine Hände voll sind. Ja? Und da gibt es so viele Dinge, die wir gern haben in unserer westlichen Welt. Es ist eher eine materialistische Welt oder wir wollen Sicherheit. Wenn du sagst, das Materielle ist mir nicht so wichtig, dann willst du vielleicht Sicherheit oder du suchst nach Vergnügen. Also es gibt so viele Dinge, die wir suchen können in unserem Leben. Aber es gibt Größeres. Es gibt Größeres. Und so gibt es Dinge, an die wir uns festhalten. Und wenn wir das dann so festhalten und mit uns tragen und gerne haben, dann ist ein Problem. Und zwar das größte Geschenk, das uns entgegenkommt, das können wir nicht annehmen. Jetzt ist dein Part. Da ist dieses wunderbare Geschenk. Das ist mein Geschenk. Ah ja, Daniel, das ist echt cool, aber irgendwie sind meine Hände so voll. Tut mir echt schwer, ich meine, du könntest das Tablet, ja? Aber ja, leg's mal darüber. Ich werde mir's überlegen, ja? Okay, aber irgendwo so ein iMac kuscheln, das ist schon toll, ja? Meine Hände sind so voll. Und ich glaube, unsere aller Hände sind oft ganz schön voll mit Dingen, die wir als kostbar erachten. Und darum meine Frage an dich, bist du bereit, deine Hände bewusst auch zu entleeren, damit du empfangen kannst, was Gott für dich parat hat? Etwas, das größer ist, etwas vor allem auch, das ewig ist und nicht vergänglich ist und veraltet und wo wir uns irgendwann ärgern, ach schaut, irgendwie ist es nicht mehr so, wie es mal cool war am Anfang. Nichts ist kostbarer als diese Beziehung zu Gott, unserem Schöpfer. Und nur er kann diesen Hunger, der in uns drin ist, nach mehr stillen. Kein technisches Gerät, kein Erfolg, kein Geld der Welt, kein Partner, der noch so traumhaft ist, kein Füll ein, was du denkst, selbst keine Droge. Sie führt uns letztendlich in eine Abhängigkeit. Es gibt so viele Dinge, die wir in unseren Händen halten können. Und vieles davon, versteht mich nicht falsch, ist nicht mal schlecht. Das YouTube-Video ist grundsätzlich nicht schlecht. Es kann auch hilfreich sein, wenn du wirklich ein Handy brauchst. Dann weißt du, okay, da gibt es die und das, Preis und Leistung, und dann kann man sich entscheiden. Aber in meinem Fall passt eh. Kann ich eigentlich was anderes aufnehmen, was wirklich viel mehr Bestand hat? Und jeder, glaube ich, hat irgendwo Dinge, so fromm du auch sein magst, die vielleicht gar nicht in unseren Händen sein müssten und wir könnten die Hände frei haben, zu empfangen, was Gott für uns hat, diesen Schatz zu empfangen. Und jetzt bist du vielleicht da und denkst, ja, Tobi, das macht irgendwie ganz Sinn. Vielleicht denkst du auch, nein, auf keinen Fall, ist auch okay. Ist ja deine Entscheidung. Aber wenn du da bist und denkst, ja, eigentlich die Hände freier zu kriegen, das wäre gut. Würde mich echt freuen, würde mich entlasten, wenn ich meine Hände freier hätte, um das zu empfangen, was Gott für mich hat. Dann ist die Frage eben, wie geht das? Wie werden unsere Hände frei? Und da habe ich, da ist mir folgender Gedanke gekommen, ich mache so ein Spiel mit euch, ein kleines. Was könnte das sein? Okay, ich höre da Lobpreis. Was könnte es noch sein? Torjubel im Fußballstadion. Ja, also es könnte, genau, wenn du schon ein paar Mal da warst bei uns, dann hast du gesehen, dass die Verrückten hier manchmal in einer Zeit, die sie Lobpreis nennen, so dastehen mit erhobenen Händen und singen, als gäbe es kein Morgen. Und das aus einem bestimmten Grund. Das ist ein Erheben Gottes, ein Gott die Ehre geben, ein Aufschauen zu ihm letztendlich. Und schaut mal auf meine Hände.
Die sind leer. Und das ist ein Schlüssel, dass unsere Hände leer werden, dass wir aufschauen zu Gott, dass wir aufschauen zu dem, der größer ist als wir und alles, mit dem wir so rumwurschteln. Das ist ein Schlüssel. Hinschauen. Und das ist auch das, was wir entdecken in diesem Gleichnis. Weil was haben die beiden Männer gemacht? Der eine hätte ja drüber stolpern können über diese Kisten und sagen, also blöde Geschichte, und einfach weitergehen und nicht hinschauen. Dann hätte er den Schatz übersehen. Aber er hat hingesehen und gemerkt, hey, was ist das? Und genauso der Perlenhändler, er betrachtet diese Perle und dann erkennt er ihren unglaublichen Wert. Und so ist oft die größte Schwierigkeit, dass wir nicht hinschauen auf Gott, den Schöpfer. Wir sind ja auch ziemlich beschäftigt, die Hände sind auch voll. Da muss man ja schauen, dass man nicht stolpert, wenn man so viel trägt. Aber der Blick, er sollte eigentlich nach oben gehen. Und so möchte ich dich einfach ganz, ganz stark ermutigen, dass du bewusst hinsiehst und dann erleben kannst, hey, meine Hände, wenn ich die Größe Gottes und das, was er in meinem Leben alles tun will, was er mir geben will, wie er ist, seine Art, dass dich das überwältigt und du sagst, ja, das ist so viel wertvoller, ich bin bereit, was aus meinen Händen zu legen, die Hände frei zu bekommen. Und das geht aber durchs Hinsehen. Diese Woche hat Helga im Gebetstreffen die Zeilen von einem Lied vorgelesen. Und dieses Lied, das sind ganz profunde, ganz fundamentale biblische Wahrheiten, ganz wichtige Dinge. Und wenn du nur diese Zeilen hörst, dann ist es bereits ein Hinsehen auf Gott. Und ich möchte euch diese Zeilen vorlesen. Wir sind eh schon im Landeanflug dieser Predigt. Gott, du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der König der Könige. Du bist der Herr über alle Herren in Ewigkeit. Du bist der Anfang und du bist auch das Ende. Du bist der Gott, der die Herzen kennt. Du bist der Hirte, der seine Schafe beim Namen nennt. Du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Du bist der Retter in großer Not. Du bist der Vater, der seine Kinder nie verlässt. Du hast Worte des ewigen Lebens und das gibst du den Menschen umsonst. Wer dich sucht, von dem lässt du dich finden, weil du die Menschen liebst. Einige von euch kennen das Lied. Also wenn wir nicht hinsehen auf diese Qualitäten, dann wird es ganz schwierig, die Hände frei zu bekommen, weil andere Dinge uns so kostbar erscheinen werden, dass wir uns an ihnen festkrallen, festhalten. Aber wenn wir hinblicken, dann verändert sich was in uns. So wie einfach nur durch dieses kleine Video, ja, ein Umdenken, hey, warum freue ich mich nicht einfach über das, was ich habe, anstatt immer was Neues zu wollen. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Dankbare Menschen sind die, die auch schauen auf das, was schon da ist und nicht immer mehr. Und so möchte ich euch eigentlich schon zu diesen Schlussgedanken mitgeben. Das ist das Predigt to go für heute. Suche die Perle, betrachte den Schatz, dann werden deine Hände frei zu empfangen. Ist natürlich eine Entscheidung, die man treffen muss. Und ich möchte auch kommende Woche dann noch ein bisschen konkreter werden, aber ich gebe euch mal drei kleine Tipps mit, wie wir besser hinsehen können auf diesen Gott, der mit seiner Königsherrschaft in unser Leben kommen will. Und das ist kostbarer als alles, diese Beziehung zu ihm. Das Erste, das kann jeder machen, auch wenn du ganz skeptisch bist und sagst, ich weiß gar nicht, ob da ein Gott ist. Das Erste, was du tun kannst, ist, schau bewusster hin in die Natur. Schau bewusster. Es ist so ein schöner Herbst. Nächste Woche soll es ein bisschen kippen, aber wie auch immer. Diese Erde ist schön. So viel Schönheit. Kann das ein Zufall sein? Ich glaube nicht. Und die Forscher, die kommen ja immer mehr zu dem Punkt, dass sie sagen, unser Universum, so wie das ist, es ist so komplex.
Da ist so viel Information. In jeder Zelle deines Körpers ist die DNA gespeichert, ein Bauplan von dir. So viel Information. Wo kommt das her? Kann so viel Information zufällig entstehen? Und jetzt kommen sie an die Grenzen und darum gibt es neue Theorien, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass das überhaupt entstehen kann. Jetzt sagt man, es gibt unendlich viele Paralleluniversen, weil wenn es unendlich viele Paralleluniversen gibt, dann gibt es wieder eine Chance, dass eben wir entstanden sind. Versteht ihr? Also das ist ein Schmäh eigentlich. Ja? Schau bewusst hin. Und ich gehe oft auch so blind durch die, aber da ist so viel Schönheit, da ist so viel Exzellenz. Unglaublich. Das kann helfen, diesen Blick wieder aufs Wesentliche, auf den eigentlichen Schatz zu bekommen. Was ist das Zweite, was du tun kannst? Schau doch auf das, was gut ist. Schau auf das, was gut ist. Und nicht nur auf das, was nicht passt. Ja. Gestern, Silvia wollte nach Hause fahren von Linz mit dem Auto. Geht's Auto auf einmal nicht mehr. Normal nie Probleme gehabt. Komisch. Ja. Kann man sich irrsinnig ärgern über das, dass das Auto nicht funktioniert. Hat dann doch irgendwie wieder funktioniert. Oder ich kann mich freuen, hey, ich habe ein Auto, das kaputt werden kann. Cool, ich habe ein Auto, das eigentlich sonst immer gut funktioniert. Versteht ihr? So viel ist Perspektive in unserem Leben. Also schau auf das, was gut ist. Und dann das Dritte, und das ist eigentlich das Letzte, das Wichtigste, schau auf das, was wirklich Wert hat. Weil zu oft geben wir uns mit einem billigen Imitat ab. Ja? Wir glauben, boah, das ist jetzt so cool. Kurze Zeit später denken wir eh nicht mehr so meistens. Aber versuch herauszufinden, was ist wirklich dieser Schatz? Kann es sein, dass es wirklich diese Beziehung ist zu Gott durch Jesus Christus? Könnte das sein? Ist es so? Und wenn du schon weißt, es ist eigentlich so, dann triff auch die Entscheidungen, wo du sagst, ja, ich möchte lieber, anstatt dass ich sehr oft irgendwie dies und jenes anschaue, doch öfters mal in die Bibel schauen und diesen Gott besser kennenlernen, hinsehen, wie er ist und was er mir geben möchte. Oder vielleicht hast du auch schon vor langer Zeit ein Buch gekauft, ein gutes Buch über den christlichen Glauben oder so, aber es liegt da, ja, und der Staub wird auch immer dicker auf dem Buch. Ich habe ja auch ein Buch stapeln zu Hause mit tollen Büchern. Lesen muss man es. Und das ist auch eine Entscheidung zu sagen, okay, ich möchte hinsehen, damit ich diesen Wert erkenne. Das ist halt natürlich auch eine praktische Entscheidung und nächste Woche gibt es dann noch mehr, was ich darüber sagen will, wie wir genauer hinsehen können, um unsere Hände frei zu bekommen, um das zu empfangen, was Gott dir, was er uns, was er mir geben möchte. Ich komme zum Abschlussgebet, aber ich möchte das mal ein bisschen anders machen und zwar möchte ich euch herausfordern, wenn du jetzt da bist und denkst, puh, ja, das hat mich jetzt schon irgendwie herausgefordert, auf Neudeutsch gechallenged, dann kannst du sagen, okay, ich zeige das einfach auch in meiner Haltung und wenn ich dieses Gebet spreche, dann stehe ich auf und sage, ja, ich möchte eigentlich meine Hände freier kriegen. Ich möchte meinen Blick wieder mehr auf das Größte, auf diesen größten Schatz, auf die Perle richten, die Gott selbst ist und diese Beziehung, die er mir schenken will zu ihm. Also wenn du dich angesprochen fühlst, dann ist jetzt der Moment, dass du aufstehst und ich schließe mit einem Gebet. Keiner muss, jeder darf und ich lade euch ein. Jesus, ich danke dir, dass du da bist an diesem Morgen und du kennst die Herzen von einem jeden von uns. Du weißt, wo wir stehen, ob wir auf der Suche sind oder nicht. Aber danke, dass du immer auf der Suche bist nach uns. Und danke, dass du so viel Gutes für uns hast. Danke, dass dich zu kennen, ja, das Leben ist. Und wir wollen dieses Leben ergreifen und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir unsere Hände frei bekommen, indem wir unseren Blick vielmehr wieder auf dich richten und deine Güte, deine Gnade, das Gute, das du uns auch schenkst. Und danke, dass das etwas ist, das Leben in uns bewirkt, das uns freisetzt, auch andere zu segnen, voll Freude zu sein. Danke, dass du so viel Gutes für uns hast. Und wenn du da bist und sagst, ja, ich kenne Jesus nicht, ich brauche ihn, dann kannst du jetzt Ja zu ihm sagen und sagen, Jesus, komm du in mein Leben, ich brauche dich. Ich brauche diese Beziehung, ich möchte diese Perle haben. Hier ist mein Leben, hier ist alles, was ich bin und was ich habe. Zeig mir, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Herr Jesus, danke, dass du da bist und danke, dass du
dieses Gleichnis uns gegeben hast und dass es uns darauf hinweist, dass es etwas gibt, das kostbarer ist als alles.